Gucken, was jetzt uns die Scheibe sagt. Daumen drücken. Sollte das passieren? Keine Ahnung. Bring uns bloß nicht um. Spaßbremse. Bereit? Vorsicht. Faszinierend. Was zum Shiva? Das frage ich mich auch. Das war früher der Zauberwürfel. Razor? Ross? Oh nein, nein, schon gut. Ich glaube, alles ist okay. Okay? Wo zur Hölle ist der Stoßzahn? Keine Ahnung, das alles ergibt keinen Sinn. Doch, tut es. Die Häuserle haben uns zum Narren gehalten. Ich glaube, du hast recht. Na super. Nein, hör mal zu. Ganesha ist das Symbol von... Halebid. Und Shiva war das Symbol von... Belur. Und das war die alte? Die alte Hauptstadt. Genau. Was, wenn der König diese atemberaubende Stadt erbaut hat und sie ein fantastisches Ziel für die Perser war? Und die alte Hauptstadt geriet in Vergessenheit. Also war diese ganze Stadt nur ein Köder. Was, wenn sie plündern ließen, um Belur zu schützen? Und ihren Schatz. Ich würde wetten, der Stoßzahn war niemals hier. Nie. Und wo ist dann Belur? Oh, Scheiße. Das sollte definitiv nicht passieren. Na toll, umsonst dahin gereist. Ach, du Scheiße. Immer muss uns das passieren. Schnell, Nadine. Wow, 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 wow. Was war jetzt? Scheiße, lauf. Ah, Scheiße. Alles gut. Los! Wow. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ach du Scheiße, das war doch mal ein Herzkasper. Okay? Wie kommt's, dass wir noch am Leben sind? Oh. Großes Talent. Und ein bisschen Glück. Oh. Hey. Gut gemacht, Partner. Gut gemacht. Schlag ein. Ah, hey. Was war das denn? Das war furchtbar. Für dich muss man sich ja wirklich schämen. Korrigier mich, wenn ich falsch liege, aber... War hier nicht ein riesiger Wasserfall? Ja, stimmt. Was zum Teufel ist das? Aquädukte. Die Wasserfälle werden dorthin geleitet. Faszinierend. Haben wir das gerade getan? Naja, eigentlich war ich das. Angeberin. Hör mal,
Tut mir leid, wenn ich dir zu nahe getreten bin. Oh. Schon gut. Weißt du, ihr beide hättet euch blendend verstanden. Er war auch so ein sturer Dickkopf. Ich fürchte, das war jetzt gerade nicht sehr unauffällig. Wir sollten lieber hier verschwinden. Gute Idee. Mir nach. Okay. Oh. Das Wasser wird zum Tor geleitet. Das war doch mal was. Also folgen wir dem Aquädukt. Verstanden. Ich gehe vor. Ja, dann geh mal vor. Zeig mir den Weg. Oh, Nadine. Fraser, na los. Wir haben keine Zeit zum Spielen. Oh, nichts. Ich dachte, ich wäre jetzt wieder tot. Erster. Oh, da ist er ja schon. Denkst du, die Soldaten wussten, dass sie nur Köder waren? Ehrlichkeit ist nicht immer die beste Strategie, oder? Vielleicht. Hey, schau dir die Uhr an. Hab sie dem alten Mann in der Stadt abgenommen. Der blöde Sack wollte sie nicht hergeben. Ja, ich erinnere mich. Hast du Zweifel? Ich sehe den Stoßzahn nicht. Du etwa? Ich meine ja nur. Ich bin nicht wegen einer Uhr dabei. Wir werden sicher belohnt. Okay, du nimmst den linken und ich den rechten, ja? Was zum... Die hat beide genommen. Gute Arbeit. Da sind wahrscheinlich noch mehr. Okay. Nehmen wir die. Über dir. Die Waffe sieht man nicht. Nichts Persönliches. Nee, ich behalte die nochmal. Oh, voll in die Eier. Runter!
dich nicht mit uns Tussen an. Jetzt nehme ich die. Alles okay? Wo lang? Ich kann nicht gewinnen. Oh, jetzt machst du mir aber ab. Immer aufs auf den Rücken. Bist du okay? Ich dachte schon. Oh, shit. Wo sind wir? Keine Ahnung. Aber immerhin stehen wir nicht unter Beschuss. Was glaubst du, was das im Boden eingeritzte Ding ist? Nichts Gutes. Siehst du die Kanäle? Oh Mann. Die waren wohl kaum für Wasser. Au. Was denn? Hier oben. Ich glaube, hier ist ein Weg. Okay. Glaubst du nur? Da vorne ist Licht. Muss es wissen. Arme Schweine. Keine Ahnung. Ich würde lieber in einer Zelle verrotten, als gefoltert zu werden. Hörst du das? Ja. Wasser. Hier oben, ein Durchbruch. Wow, 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 wow. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ich wusste, dass die schon da sind. Ich wusste es. Das Auge von Shiva. Sehr beeindruckend. Mein Mann war eine Woche dran und hat nichts entdeckt. Tja, das scheint dann wohl der falsche Experte zu sein. Mag sein. Weißt du, ein Hoysala-Dichter schrieb einmal über einen jungen König, der Gnade zeigte und dadurch unsere Rituale beendete. Aber die alten Könige, die wussten, Fortschritt verlangt Opfer. Erzählst du das denn Männern? Na schön.
Kriegszeiten war das Wasser in diesen Aquädukten in der Hauptstadt rot gefärbt. Die, die nicht kämpften, mussten als Inspiration dienen für jene, die es taten. Oh, wow, 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 Alter. Los, beenden wir es. Arbeite an deinen Reflexen. Gib mir meine Scheibe zurück. Na los. Ja. Verdammter Angeber. Oh, streng dich an. So langsam. Oh ja, ist ja gut, du bist eine Frau, Mensch. Boah, scheiße. Bist du jetzt stolz? Ein bisschen, ja. Komm schon. Das hat Spaß gemacht. Krankes Schwein. Oh, scheiße. Um ein Volk anzuführen, musst du erst Chaos säen. Ich werde ein Bürger. Ich spuck dich an. Und die schwachen Nachkommen des jungen Königs vernichten. Und mit dir fange ich an. Keller. Und gut, Nadine, richtig so. Auf die Fresse. Oh. Lass sie in Ruhe. Oh. Nein. Scheiße. Ah, immer auf dem Rücken. Mami? Alles okay? Du es, Mami? Ja. Glaub schon. Hey, ganz langsam. Was, fast eine halbe Frauen Stunde? Frauenverklopper, ich glaub's nicht. Halbe Stunde? Ja. Ah, oh, shit. Shit, Asaf hat die Scheibe. Langsam. Ach, wir müssen los. Hey, ganz ruhig, okay? Glaubst du, du schaffst es? Hatte schon schlimmere Nächte, glaub mir. Ich frag lieber nicht. Schön, dass du wieder da bist. Ihr seid jetzt zu zweit, richtig? Ja. Okay. Holen wir uns unsere Scheibe. Und ein paar Waffen. Und ein paar Waffen. Warum nicht auch noch ein paar Typen? Ich möchte dir noch sagen... Oh, die Hüfte, oder die Hüfte. Ich meine, er sieht so bescheiden aus. Nicht wahr? Genau das will er auch erreichen. Ich bin mir sicher, dass seine Brille nur Dekoration ist. Damit er harmlos oder könnte sein. Aussieht. Keine Beides. Gläser drin. Aber er ist intelligent. Er war Arzt, bevor er hiermit anfing. Also hat er eine lukrative Arbeit hinter sich gelassen. Bin mir sicher, dass er dachte, dass er das einzig Richtige tut. Hey, bist du sicher, dass du weitermachen kannst? Klar. Du musst es nur eine Weile langsamer angehen lassen. Wo lang verehrteste? Ach, da oben, gut. Also doch hier hoch. Man muss sich erstmal 50.000 Mal umgucken. Hier hoch. Bei Uncharted. Langsam. Wenn ihr den ersten Teil noch nicht gesehen habt, guckt in der Videobeschreibung, da ist der Link zur Playlist. Zu allen vier Uncharted-Teilen auf der PlayStation 4. Das Tor. Wir haben es geschafft.
Dann lass uns das Ding mal öffnen. Rock. Zieh, zieh, zieh. Scheiße. Eigentlich mehr ein heiliger Stier. Okay, ein Stier, keine Kuh. Das ist Nandi, Shivas Torwächter. Das muss der Eingang zur alten Hauptstadt sein. Den müssen die Aquädukte freigelegt haben. Yep. Scheiße. Natürlich er mal wieder. Weg rein. Okay, dann nichts wie ab da runter. Komm. Nein. Was meinst du mit nein? Was jetzt? Sam Drake. Sein verdammter Experte ist Sam Drake? Yeah. Alter, Schei. Was ist los? Weißt du was? Das ist fantastisch. So kann ich zwei Fliegen doch mit einer Klappe Drake schlagen. In diesem Spiel. Nadine. Zwar nicht Nathan, was? Aber sein Bruder. Geil. Was? Sam ist der eigentliche Grund, wieso wir überhaupt hier Nein, sind. Sag, dass das ein Witz ist. Das war mein Deal. Sam ging voraus, um für mich nach der Scheibe zu forschen. Aber dann verschwand er und ich konnte ihn nicht du einfach zurücklassen. Du kannst meine Vorgeschichte mit Sam und hast mich mit reingezogen. Deine Vorgeschichte mit Asaf machte dich zur perfekten... Oh. Was ist los? Halt dich bloß nicht zurück. Pass bloß auf. Weißt du was, Nadine? Das ändert gar nichts. Du bekommst trotzdem deinen Anteil. Ja? Oder vielleicht serviert ihr mich ab, sobald ihr den Zahn habt, du und Sam. Komm schon, Mann, so arbeite ich nicht. Das ist genau die Art, wie Leute wie du arbeiten. Hat man denn Teil 1, 2, 3 gesehen? Dass ich dir vertraut habe. Hör zu. Ich wollte dir von Sam erzählen. Ich schwör's, ich hab nur auf den richtigen Moment gewartet, um... Okay. Wartest du mal? Etwas Bewegung tut mir gut. Echt, ey. Jetzt? Ich gehe ihr lieber nach. Es regnet. Das ist der Dank für meine Ehrlichkeit. Das stimmt. Voll auf die Fresse. Naja, bis Nandi ist es nicht so weit. Gut, dass ich an Schmerzmittel gedacht habe. Ein paar Pillen einwerfen und dann geht's wieder. Scheiße. Oh mein Gott. Hä? Wird schon schief gehen. Langsam, langsam. Nö. Da. Habe ich noch meine Würde. Schmeckt ein bisschen nach Schlamm. No. Voll auf den Kopf. Das Universum rächt sich. Dankeschön, Gott. Das für eine Vorstellung. Nu? Muss ich lang? Geh mal hier lang. Sackgasse.
ist ja toll. Und sie lässt mich jetzt hier allein oder was? Ist auch Sackgasse. Dann geht's ja nur da unter die Brücke. Das wird ein langer Weg. Ja, vielleicht da lang. Versuchen wir es hier. Ist hier noch was drin? Ich habe gar keine Waffe. Ah, gut. Okay. Alles klar. Jetzt weiß ich Bescheid. Was war da? Oh. Meine Lieblingswaffenart ist auch noch da. Ich will da runterrutschen. Oh, dann hier eben. Oh, 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 Scheiße, runter, runter! Wow! Okay. Was passiert? Oh, Scheiße, ist das Nadine? Oh, jetzt sitzt sie aber echt in der Scheiße. Ich muss zu ihr. Die Kaution sehen wir nie wieder. Was für eine Kaution? Gibt's nicht. Oh Mann. Ich komme nicht weit mit diesem Transporter im Schlepptau. Ah, Scheiße.